eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Motorvlog. Wir sind heute zu zweit auf meinem Motorrad wieder unterwegs. Luisa hinten drauf. Ja, wir fahren zum LeineweberFest in Bielefeld hier. Größtes Partyfest und so ever. Ja, auf jeden Fall fahren wir da jetzt mal hin, ganz gediegen. Schauen wir mal, wo wir hier uns unterkriegen, wo wir parken können. Da stehen noch Fahrräder, ne? Da. Da stelle ich mich aber zu. Ja, wir haben auch ein Fahrrad, ne? Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, warte mal, stellen wir uns da zu dem Roller? Ja, ne? Leute, wir parken hier bei Artgenossen, aber der hat eine coole Plane für seine Sitzbank. Bräuchte ich auch. Wo gehen wir jetzt hin? Wie heißt das nochmal? Leineweber. Leineweber. Richtig. So Leute, wir machen jetzt eine Fußgängerzonentour. Ich muss erstmal das Lenkradschloss hier rausmachen. Ne, wollte ich auch gar nicht anmachen. Wir machen eine Fußgängerzonentour. Wir wollten nämlich gleich was Schönes da am Jahnplatz aufnehmen, mal aufzuschieben. Eine Timelapse wollte ich mir da aufnehmen. Mal gucken, ob irgendjemand was sagt. Schieben! Hui. Hey. Laufrad macht Spaß. Ui. Ui. Die Leute gucken schon. Ich will ja nicht anmachen die Maschine, kriege ich Ärger. Das könnte mir dezent peinlich sein, aber irgendwie, Alter, jetzt geht's ein bisschen bergauf. Alles klar. Komm schon, Berg! Filterboy! Entschuldigung? Ist das okay, wenn ich mein Motorrad hier hinstelle für eine Aufnahme, die ich mache? Nee. Ich mach's nicht an. Wenn, dann kannst du es da hinten hinstellen, aber hier nicht. Wieso nicht? Weil das funkt nicht so aussieht. Achso. Okay. Okay. Ich darf die da nicht hinstellen, ich stell die hier vorne hin. Ist das warm? Warte mal, da kann ich die. Ja, da kann ich die perfekt hinstellen. Oh, ist mir warm. So, jetzt stehe ich die jetzt richtig rum. Und das geht auch. So. Ist mir doch egal, ich mache jetzt eine Aufnahme. Auf geht's! Ist das warm? Ist das warm? Ja. Der Hinweg war leichter. Ich fühle mich wie Kava Q. In seinem Livestream, wo er seine Grom mit Standgas gefahren ist. Okay. Ey, da bin ich im Schaufenster. Hallo Leute. Ja, ja. Ich bin's und so. Ich bin so am Stöhnen. Kurze Pause. Let's go! Let's go! Ui. Hey! Nicht aufhören! Alter, bergab ist so schwer, weißt du, berghoch! Ja, das war es auch wert. Hui. Jetzt guckt auf jeden Fall jeder an. Hui. Was? Wer sein Motorrad liebt, der schiebt. So, warte. Ja. Warte. Komm drauf. Ah, sowas macht man aber nicht. Boah, ey, Motorrad schieben macht ganz schön Schweiß auf, also das schwitzt man ganz schön. Mir fehlen die Worte. Filterboys. Kann man mal machen. Kann man auch mal mit dem Auto Filterboy spielen. Der hat mir gezeigt, ich soll Gas geben, da gebe ich auch Gas, Mann! Er sagt, ich spring, dann springe ich! Hallo! Dein Ding ist leise, das wollen die dann nicht hören! Ich wollte schon immer an das Sumo fahren! Darf ich die für ein paar Meter mal fahren? Hättest du einen Führerschein für meine, würde ich dir meine anbieten, aber... Achtung, mein Spiegel! Mann! Jetzt habe ich ihn verstellt. Die hat sich ja keiner! Die blubbert richtig. Ich fahre nur einmal da vorne und drehe dann, ne? Wie aufmerksam sind. Alter, was, ist das ja geil. Juhu. Die knallt aber ordentlich. Aber so eine Sumo macht schon Laune. Die ist aber laut. Aber ist geil. Ja, macht Bock, sowas zu fahren. Aber Bock, macht Bock. Ey, die ist ja mega anders zu fahren. Aber macht Spaß. Ist schon geil. Oh, Alter, hier ist der Ständer. Ey, die macht aber Laune. Die ist laut. Und die ganze Zeit, boom, knallt. Boom, noch ein Knall. Aber ich habe so einen leichten Krampf bekommen. Weil ich meinen Bein so hoch habe. Also so... Nicht so. Ist eine Überlegung wert, so ein Teil. Ich wollte entweder eine Sumo, aber wahrscheinlich würde ich mir eine Enduro holen. Ich bedanke mich. Ich bin noch nie in eine Sumo gefahren, deswegen. Ich bin so cool durch die Kurven mit Fuß raus, so wie die guten Sumo-Fahrer das immer machen. Einmal mein Stiefel den Boden berührt. Na, hast du Angst unter dem Bike? Ich bin ganz vernünftig gefahren, aber irgend so einer, der vorne da am Haus, da stand einer, der hat mich so angeguckt, so, warum bist du so laut? Ja, aber das zeigen wir auch alle den Vogel oder den Stinkefinger. Aber die ist schon, hört sich schon geil an für eine 125er so. Jo. Wurdest du schon angehalten deswegen? Hallo! Nice! Unser erstes Mal! Ja! Ja, unser erstes Mal Hauptkonzert. Oh, ich habe denen gar keine Spamkarten angeboten, fällt mir gerade so auf. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich dir welche gebe, aber dann dachte ich mir so, vielleicht was Blödes noch. Nee, das hättest du machen sollen. Ja. Also, ich muss nicht, dass ich nicht mehr als genug. Der hat geguckt.